Bei Welt im Wandel TV erwartet euch jetzt ein Interview mit Rainer Langhans und zwar zum Thema Freiheit, Freiheitsrechte und was das bedeutet in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich begrüße euch zu einem Interview hier bei Welt im Wandel TV mit Bettina Geithner und es gibt jetzt ein Interview mit Rainer Langhans. Rainer Langhans ist ja ein Vorreiter der Freiheitsbewegung, sage ich jetzt mal. Er ist jemand, der sich seit den 68ern intensiv mit dem Thema Freiheit beschäftigt und was er besonders ist oder was ihn auszeichnet, ist, dass er einer der wenigen der 68er ist, die den Freiheitsbegriff weiterentwickelt haben. Der ist also nicht zurückgefallen wieder in die gesellschaftlichen Strukturen wie andere der 68er, sondern er lebt den Freiheitsbegriff wirklich. Und ich werde jetzt heute mit ihm darüber sprechen, was es denn bedeutet, frei zu sein in Corona-Zeiten, aber wirklich frei, innerlich frei. Lieber Herr Langhans, schön, dass Sie Zeit haben für dieses Interview und ich bin jetzt auch schon sehr gespannt, weil ich kenne niemanden, der das Thema Freiheit so verkörpert wie Sie. Jetzt sind ja durch Corona die Freiheitsrechte der Bürger, sage ich jetzt mal der Einzelnen, schon sehr eingeschränkt. Also man darf sich nur noch zu so und so viel treffen, man muss Masken aufsetzen und so weiter. Fühlen Sie sich denn frei im Moment? Ich lebe ja schon lange so, wie jetzt alle mal genötigt sind, mehr oder weniger zu leben. Insofern ist das für mich gar keine Veränderung, nicht, was jetzt passiert. Ich gehe schon immer ein Stück weit nach innen und mache draußen möglichst wenig, ganz wenig. Und finde das toll, dass jetzt alle mal dieser Erfahrung sich nähern müssen. Was verstehen Sie denn unter Freiheit? Weil viele würden ja jetzt sagen, das Leben ist jetzt ganz eingeschränkt, der Staat schreibt uns alles vor. Es gibt doch jetzt gar keine Freiheit mehr. Aber was sagen Sie denn, was ist denn innere oder wahre Freiheit? Wenn man aus dem Gefängnis des Körpers austreten kann, denn in ihm ist man immer unfrei. Auch wenn viele Leute das mit diesen vielen sogenannten Freiheiten eben versuchen, erträglich zu gestalten. Nicht? Und die werden uns jetzt alle mal genommen, sehr gut finde ich das, weil, wie wir ja gesehen haben, das nicht etwa Freiheiten waren, sondern Übeltaten, nicht? Kann man sagen. Das heißt, wir waren gebunden an unsere Gier, wir waren gebunden an diese materiellen Gegebenheiten, nicht? Eingesperrt eigentlich in diesen Körper und konnten also nie frei sein. Selbst wenn wir jetzt verzweifelt rumgereist sind oder irgendwie da uns vollgestopft haben mit irgendwelchen Essen und die Tiere dafür gefressen haben und so weiter. Das war doch alles unfreies Gefängnisverhalten. Nicht? Mit anderen Worten, es gibt nur eine Freiheit, nämlich die, aus diesem Gefängnis herauszugehen, wenigstens zeitweilig, zu sterben und zu sehen, wo wir wirklich sind. Nämlich in dem, was wir hier so etwas unbeholfen Geist nennen. Nicht? Und wie kommt man dahin? Indem man die ganzen Freiheiten mal lässt, nicht? Die uns jetzt zwangsweise alles genommen worden erstmal durch Corona. Und dadurch die Möglichkeit hat, dorthin zu schauen oder ein bisschen zu gehen auch, wo wahre Freiheit ist, wo Liebe ist, wo Menschlichkeit eigentlich auch ist. Nämlich das ist eben, was wir innen nennen. Nicht? Und da bekommen wir jetzt eine massive Meditationseinheit verpasst, die die Leute aber als Krankheit verstehen. Natürlich, weil sie ja das nie konnten und wollten, nämlich ihre wirkliche Freiheit oder ihre wirkliche Liebesmöglichkeit zu entdecken. Nicht? Es gab ja viele Angebote in der Geschichte, aber
konnten wir nie wahrnehmen. Darf ich kurz zurückfragen, Sie kurz unterbrechen? Meinen Sie mit innerer Freiheit die Desidentifikation mit dem Körper und dem Denken? Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich würde auch sagen, dass der Freiheitsbegriff sehr eingeschränkt ist, eigentlich in unserer Welt gebraucht wird auch, und würde lieber stattdessen sagen Liebe, weil das ist mehr als Freiheit, nicht? Wenn ich etwas liebe, nicht bloß irgendwie freiheitlich annehme und sage, okay, muss halt so sein, mache ich das Beste draus, sondern wenn ich sage, ich liebe das, nicht? Was ja in unserer Welt unmöglich bisher ist, nicht? Wir können also die ganze Geschichte angucken. Auch Corona lieben. Ja, natürlich, alles lieben. Alles, was kommt, wenn ich das liebe und nicht bloß mühsam ertrage oder erleide, Corona, Krankheit und so weiter, nicht? Dann bin ich erst frei. Nicht? Andernfalls bin ich immer noch daran gebunden, wenn ich da sage, ja, ich will frei sein von und so weiter, Krankheit zum Beispiel, von Tod, da bin ich immer noch natürlich in dieser Angst, dass das wahrscheinlich nicht lange halten wird oder dass ich das gar nicht hinbekomme. Mhm, denn wir werden ja, ob wir wollen oder nicht, immer wieder krank oder tot oder leiden. Und das ist also die Beschreibung eines Gefängnisses, ja, innerhalb des Leides, innerhalb dieser Unbewusstheit auch, dass das eigentlich alles ganz anders ist. Und wenn man sagt, Freiheit nicht von etwas, sondern Freiheit wozu etwas, genau, wozu soll dann die Freiheit dienen, ja, oder das ist die große Frage, die wir uns eben nicht stellen. Und deswegen zwingt uns eben Corona zu einer Besinnung, also zu einem Nachdenken darüber, wer wir eigentlich sind, wenn wir den ganzen alten Scheiß, nicht? Klimafrage, Selbstmordprogramm und so weiter nicht mehr machen können. Wer sind wir dann? Dazu müssen wir nach innen gucken. Wenn wir draußen hingucken, dann sehen wir bloß, dass wir das endlos weitermachen müssen, diesen Mist da mit unserer Weltvernichtung und damit Selbstvernichtung letztlich. Da finden wir nichts, nicht? Nachhaltig leben, nein, das reicht alles nicht. Elektroautos, nein, das reicht alles nicht. Wir müssen da viel gründlicher, meine ich, und das ist das, was Corona uns auch, glaube ich, sehr deutlich macht, darüber nachdenken, wer sind wir eigentlich, wenn wir das, was wir bisher getan haben, nicht mehr sind, weil das wurde durch den Lockdown jetzt mal wirklich massiv angehalten. Natürlich war, und dann sehen wir, dass wir nicht wissen, wer wir eigentlich sind, weil wir sagen, ja, hoffentlich geht der Spuk bald vorbei und wir können wieder dies und jenes machen. Wir können wieder die Restaurants aufmachen, können essen gehen. Ja, das muss man doch. Wir können Partys machen. Nein, darum wird es sicher nicht gehen. Sind Partys oder Familie oder Geld verdienen, ist das der Sinn des Lebens? Ich glaube, da haben wir nach dieser langen Geschichte dieses grässlichen Abendlandes, nicht? Eigentlich inzwischen gesehen, dass das nicht der Sinn des Lebens sein kann. Ja, Herr Langhans, was ist denn der Sinn des Lebens? Eben. Das ist eben etwas, was wir genötigt sind, jetzt ein Stück weit herauszufinden. Ich habe da auf eine gewisse Antwort gefunden, aber die dürfte den meisten Leuten unverständlich erscheinen. Der Sinn des Lebens ist natürlich, aus diesem sinnlosen Gehampel, nicht, aus diesem selbstmörderischen Gehampel, rauszukommen. Und zwar letztlich auf Dauer, nicht? Was sagen die Leute dann, wenn man das sagt, dann sagt, ja, aber das heißt ja sterben. Ja, das heißt sterben. Das Alte. Nicht? Mehr wissen wir ja nicht hier im Abendland, nicht? Wir müssen also immer weitermachen, sonst sterben wir, nicht? Und deswegen diese Gier, dieses Gehampel, dieses Wachstum, nicht? Und so weiter, dieser ganze Wahnsinn des Kapitalismus. Was ist das sinnvoll? Nachdem wir jetzt dabei uns fast umbringen oder schon dabei sind, uns umzubringen, können wir natürlich nicht mehr glauben, dass das sinnvoll ist. Mhm. Also, was wäre sinnvoll? Gut, jetzt würde ich sagen, begeben wir uns auf den Weg. Wir müssen das herausfinden. Wir wissen es wirklich nicht. Und wie geht das? So wie Corona uns das jetzt zeigt, nicht? Alles mal lassen, nicht? Weil das alles sinnlos ist, war. Und mal nach innen schauen, wohin sonst? Das Außen wird uns ja gerade genommen, da sollen wir ja nicht mehr hinschauen, wir müssen ja alles lassen. Und dann nach innen schauen und gucken, eben, ja, finde ich da was? Wir werden dazu genötigt.
Was machen die Leute dann? Sie gehen erstmal ins Internet. Ja, wunderbar, nicht? Denn wenn wir alle ins Internet gehen würden, dann würde die Umwelt schwerstens entlastet werden, nicht? Mhm. Wenn wir innen reisen würden, also durch zum Beispiel heute Zoom oder was weiß ich, dann würden wir nicht mehr draußen unsere Körper bewegen müssen, was wirklich die Natur umbringt, nicht? Und da würde ich sagen, sind wir auf einem guten Weg, wenn wir erstmal ins Internet gehen. Müssen die Leute jetzt tun und entdecken dabei, dass es übrigens doch irgendwie geht und dass das sogar vielleicht zum Teil besser ist. Homeoffice, nicht? Und so weiter. Herr Lange, also wenn man jetzt Corona also nicht nur als reine Pandemie sieht, sondern einfach, sagen wir mal, jetzt kleinstofflicher, einfach als eine Krankheit. Es gibt ja auch andere Krankheiten. Was ist denn der Sinn von Corona oder der Sinn grundsätzlich von einer Krankheit? Was ist der Zweck überhaupt einer Krankheit? Ja? Ja, wir wissen eigentlich nur, dass wir das bekämpfen müssen, dass wir die Ärzte anweisen, Virologen heutzutage nicht, eben diese schreckliche Leiden wieder von uns zu nehmen, dass jede Krankheit ja erstmal bedeutet. Was macht denn eine Krankheit mit uns? Sie zwingt uns in vielen Fällen, in den meisten Fällen, vor allem wenn es schwere Krankheiten sind, zu einem Lockdown. Alles lassen, leg dich ins Bett. Und was macht man da? Da schläft man, da träumt man, da denkt man drüber nach, da geht man ein Stück weit nach innen. Und wenn man das dann ein wenig gemacht hat, dann wird man vielleicht aus dieser Krankheit rauskommen, weil man gesehen hat, irgendwie war was falsch, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, deswegen bin ich krank geworden. Also ich muss was verändern. Und wenn ich das ausreichend tue, dann werde ich sogenannt wieder gesund. Der Arzt kann mich nicht gesund machen, das bin ich selbst. Nicht meine Natur, die sich verändern muss. Krankheiten sind insofern ein Segen, den wir aber eben nicht schätzen, sondern eben die ganze Zeit über zu bekämpfen versuchen. Und wir werden dann allerdings meistens platt gemacht und müssen dann doch irgendwas verändern. Und dann werden wir wieder sogenannt gesund. Aber jetzt kommt Corona, jetzt haben wir eine Pandemie, also eine globale Krankheitsgeschichte. Übrigens die erste in der Geschichte. Die früheren sogenannten Pandemien waren ja nicht wirklich welche, weil wir hatten noch gar kein Bewusstsein, kein globales Bewusstsein davon. Wir wussten gar nicht, wenn die anderen auch krank waren. Nicht? Und meistens waren sie es auch nicht gleichzeitig. Deswegen, weil wir nicht in einem globalen Bewusstsein waren, dass jetzt durch das Internet ein Stück weit zu existieren beginnt. Und jetzt gibt es also die erste Pandemie, also wo wirklich alle davon wissen und wo wirklich wichtig ist, was in China passiert. Früher war uns das wurscht, egal, wenn in China ein Sack Reis umfiel. Ja. Aber heute ist das ganz verdammt wichtig, weil wenn die was Komisches machen, wie sie es ja getan haben, dann haben wir plötzlich eine Krankheit. Also auf Deutsch, wir sind unmittelbar daran interessiert, an dem, was sie tun, wir wissen das und wir müssen uns darum kümmern, dass es gut ist, sonst kriegen wir es ab. So wie beginnen wir jetzt zu verstehen, durch dieses globale, globalisierte Bewusstsein, das ja neben diesem wirtschaftlichen Globalisierung eben auch entstanden ist. Aber was passiert denn dann, wenn man gegen eine Krankheit nicht kämpft? Also sprich, man kämpft jetzt nicht gegen Corona oder gegen eine andere Krankheit, man kämpft nicht dagegen. Was passiert dann? Ich meine, dass da man sagen, viel leiden, man wird nicht leiden, weil durch dieses Ankämpfen gegen diese Krankheit, nicht, erfahren wir Leid. Würden wir die Krankheit einfach akzeptieren und annehmen, dann würden wir nicht leiden, sondern lieben und auch Liebe erfahren. Ich glaube, wenn wir uns nicht gegen Krankheiten wehren, dann würden wir diese Chance, die wir durch die Krankheit haben, die von dieser höheren Intelligenz unseres Unbewussten ja gesteuert wird und immer diese dumme Intelligenz, mit der wir das zu bekämpfen versuchen, überwindet, dann würden wir sehr viel früher das erfahren, was sie von uns will. Nämlich, dass wir uns zu unserem Positiven verändern, um einfach auch nur überleben zu können. Das nennt sich dann geheilt werden. Und insofern glaube ich, dass dieses ganze Kämpfen, ankämpfen auch gegen Krankheiten, aber gegen alles andere ja auch. Mhm. Wir sind ja ständig in einem Kampfmodus. Immer, ja. Wir kennen ja keine Liebe. Wir sind immer am Kämpfen. Überlebenskampf auf Kosten von anderen, umbringen die Leute und. Dieser ganze Irrsinn unserer Geschichte, die eine Unheilsgeschichte immer war,
wird eben dann abgelöst von einer Heilsgeschichte. Eine Heilsgeschichte ist eine Geschichte der Liebe, der allumfassenden Liebe, nicht dieses Sexkrams, der es sowieso nicht bringt. Das passiert aber, weil wir alle Angst haben. Tja, ja, aber warum haben wir Angst? Weil wir Krieger sind. Krieger haben immer Angst und schlagen dann aus Angst andere tot, weil dann hoffen sie, dass dann die Angst weniger wird. Das hat nicht funktioniert, also werden wir da rausgenommen, nicht jetzt durch diese Pandemie. Warum ist denn Corona überhaupt entstanden? Also hat es einen, wenn man es jetzt so sagen will, höheren Sinn oder ist es einfach, ist halt einfach so entstanden? Naja gut, unsere materielle Wissenschaft, die sagt, weil wir die Tiere so drangsaliert haben. Ich würde sagen, weil wir uns selber so drangsaliert haben. Deswegen ist die Heilsgeschichte jemand, der sich irgendwann, wenn wir jetzt genügend Unsinn angestellt haben, dann darum kümmert, dass wir da mal rausfinden. Weil wir jetzt wirklich an der Grenze sind, die es ja noch nie gegeben hat, auch in allen anderen sogenannten Pandemien nicht, nämlich dass alle sterben können. Und dieses Menschenbild, das dabei entsteht, ist ja nun ganz eindeutig dieses, das sagt, jeder ist mein Todfeind. Damit wird aber nur klar, nicht, weil ich ihn anstecke und deswegen muss ich Social Distancing üben und so weiter, Maske tragen. Dieses ganze Ding ist doch eigentlich irre. Yeah. Aber es ist zugleich natürlich eine krasse Entstellung zur Wirklichkeit unseres Seins. Denn wir haben immer so gelebt, dass wir verfeindet sind miteinander, selbst die Nächsten waren immer unsere Feinde, die Fremden sowieso und so weiter nicht. Wir haben das ja heute mit den Flüchtlingen und überall. Und dass das Wahnsinn ist, das sieht man daran, dass wir jetzt daran sterben. Das heißt, dass wir nicht bloß andere umbringen, um dieser Angst zu begegnen, dass die uns umbringen könnten oder benutzen könnten, um irgendwie reich zu werden und so weiter, sondern wir bringen uns selber damit um. Wir begreifen es langsam. Und das bedeutet, unser System ist irre. Nicht? Also falsch, es geht nicht, wir können es nicht weitermachen. Und nun weiß eigentlich das Bewusstsein schon eine Weile, dass das so ist. Aber was hat dieses Bewusstsein dann angestellt? Nicht? Gucken wir uns Fridays for Future an. Ja, die Wissenschaft, die sagt uns, wie es geht. Nein, die kann das nicht. Die hat ja das nebenbei bemerkt, erstmal alles so schlimm gemacht in gewisser Weise. Wir haben das so benutzt. Das heißt, der Mensch, der die Wissenschaft so schlecht immer wieder benutzt hat, ist derjenige, der sich verändern muss, der zu einer anderen Seinsform finden müsste, damit er nicht immer wieder mit allem dieses Unheil anstiftet, das uns eben jetzt Jahrtausende bis zu diesem Punkt des Selbstmordes eigentlich geführt hat. Und wie macht man das? Das ist dann die Frage, nicht? Zu welcher Seite? Das geht nur mit einer Krankheit. Das können wir nicht mit mit unserem Bewusstsein. Unser Bewusstsein ist unrettbar gefangen in diesem Körper und versucht in seiner Erhaltung natürlich irgendwie zu wirken. Und meinen Sie dann, dass jede Bewusstseinserweiterung, auch das wissen wir inzwischen, hat nicht einen neuen Menschen hervorgebracht, einen wirklich neuen Menschen, der nicht mehr von diesem alten Bewusstsein erweitert, wie es immer sein mag und so weiter. Wir haben ja LSD genommen und haben da wirklich erhebliche Bewusstseinserweiterungen auch erlebt. Mit all dem sind wir nicht aus diesem Unheilsgeschichte herausgekommen, aus diesem Körper auch nicht. Und hieße das praktisch, dass dass Corona ganz natürlich entstanden ist, um jetzt ein neues Menschenbild entstehen zu lassen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das ist unsere unbewusste Natur, nicht? Die das macht. Viele Leute nennen das Gott. Nicht? Gott schickt die Krankheiten. Nicht? Und er hat uns auch diese geschickt. Nicht? Da wir aber von Gott nichts wissen, unbewusst sind dieser Liebe, Kraft, Energie, wie das immer, wir haben ja keine eigentlich Worte dafür, nicht? Das ist, kann man nicht benennen. Man kann es nur erleben und wenn möglich zulassen, aber das Bewusstsein vermag eben das offensichtlich nicht. Unser normales Bewusstsein, das wir haben, erweitert, wie wir es immer versucht haben, dann zu leben, nicht? Auch mit Revolutionen und so weiter. All das hat nicht funktioniert. Es gibt also nur einen Weg. Wir müssen aus dem brennenden Haus, also aus diesem Selbstmordprogramm, ganz aussteigen. Es hat keinen Sinn, hier mit
Achtsamkeit, nicht so, dann nennt sie ja heute diese Bewusstseinserweiterung, eben da irgendwie was zu erreichen. Wir müssen raus. Und das kennen wir im Westen nicht. Davon wissen nur eben die Ostasiaten und so weiter. Die haben da eine gewisse Tradition sogar gehabt. Die wussten das ein bisschen und wissen das bis heute. Und ich kann nur sagen, ich bin als Autist zwar schon nicht so weit drin gewesen wie die meisten Leute, aber auch mir fällt das schwer, wirklich daraus zu gehen. Warum? Weil es heißt natürlich zu sterben. So denkt der Materialist, ja. Muss er denken. Weil wenn du dein Bewusstsein wirklich verlierst, dann bist du tot. Wenn du deinen Körper verlierst, bist du tot. Und beides passiert eben in diesem Ausstieg, nicht? Und das ist, macht es uns so schwer, denn wir wollen natürlich nicht sterben. Und dieses normale Körperbewusstsein ist eines, das dafür da ist, dass wir nicht sterben, dass es uns möglichst lange leben lässt. Und ist natürlich immer wieder erschrocken oder verängstigt darüber, dass es nicht lange leben wird. Dass es den Tod nicht beseitigen kann. Nicht? Ja. Was macht die Wissenschaft? Die versucht heute die Leute langlebiger zu machen oder das Ganze ins Internet zu leben, also, damit es überlebt und so weiter. Und, wird alles nicht helfen. Und Herr Langens, würden Sie jetzt sagen, diese ganze mediale Diskussion seit einem Jahr, jeden Abend, die ganzen Virologen mit neuen Theorien und so weiter, es geht gerade darum, darüber hinaus zu wachsen, darüber zu steigen, oder? Die Virologen, wenn sie es lösen. Die rennen jetzt alle danach, nicht? Wir stehen ja vor dem totalen Kontrollverlust, so nennt man ja heutzutage im Internet das Sterben, nicht eigentlich. Und die versuchen ja nun die ganze Zeit mit ihrem Impfen und was sie da alles sich ausdenken und so weiter, mit ihren Abstandsgeboten und Freiheiten nehmen, nicht autoritäres Regime und so weiter, China, nicht Überwachungskapitalismus, versuchen sie da ja wieder die Kontrolle zu gewinnen. Und wir sehen, dass das irgendwie nicht geht. Das heißt, die rennen dauernd hinterher und das Virus ist schon wieder dort und dort und dort. Und sie können nicht und so weiter. Mutationen und so weiter. Wir wissen gar nicht, ja, wenn wir jetzt impfen, dann ist morgen wieder ein anderes. Also Mutationen. Hat es mutiert und dann muss ich eine neue Impfung machen. Ja, wir müssen die ganze Zeit impfen, wie die Wahnsinnigen. Ja, hier, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ne? Würden Sie sagen, dass die Politik durch die mediale Berichterstattung auch versucht, das Denken der Menschen zu kontrollieren im Moment? Zu beeinflussen? Nein, sie versucht nur eben in dem Sinne, wie wir immer gelebt haben, die Kontrolle zurückzugewinnen. Ja. Und fragt die Wissenschaftler, wie können wir das tun? Und dann sagen die eben, wie gesagt, impfen, Infektionsketten verfolgen und so weiter. Das ist alles etwas, was bisher vielleicht ein bisschen geholfen hat. Übrigens weiß, sind sie ja nie gekommen mit diesem Zeug, nicht? Wir haben gerade mal, glaube ich, Kinderlähmung oder Pocken ausgerottet mit Impfungen. Aber alles Übrige schon nicht mehr. Vogelgrippe und so weiter, wir kennen das ja. Das ist ja so neu nicht, nicht? Diese sogenannten Viren. Was sind denn Viren überhaupt? Nicht? Die kann man ja nicht sehen. Jetzt versuchen die zu behaupten, ja, das sind doch ganz kleine Teilchen und so weiter, so wie man das mit den Atomen auch macht. Damit der Materialist sagen kann, das kann ich begreifen, also anfassen. Das ist ein Gegenstand. Genau, sichtbar. Das geht eben nicht, sondern ich muss irgendwann lieben lernen. Also auf Deutsch sagen, das bin ich. Was tut das da? Wer bin ich eigentlich, nicht? Dass jetzt plötzlich so eine Krankheit mich dazu zwingt, bettlägerig zu sein und dauernd nachzudenken, was ich da verändern muss und den Arzt anzuflehen, dass er da etwas tut, ohne dass ich da viel leiden muss und so weiter. Das geht nicht. Ich glaube, wir sind da an ein Ende gekommen und ich glaube doch, weil ich das selber übrigens auch erlebt habe, ohne von einer Krankheit dazu genötigt worden zu sein, außer von einer geistigen Krankheit, dass ich mit dieser Welt nichts anfangen konnte und dass ich die immer furchtbar fand, nicht als Autist noch dazu. Ich glaube, dass wir heute da eben diesmal wirklich rauskommen, ein Stück weit in den Geist kommen und damit Menschen werden und lieben können. Das haben wir damals übrigens ganz kurz erlebt und ich kann nur sagen, so wie wir uns da erlebt haben, so unglaublich richtig und zeitlos und entwicklungslos und einfach nur, ja, endlich, so war es immer, so ist es eigentlich immer und so weiter. Das werden wir wieder erleben. Ich glaube, dass wir auf dem Weg dahin sind, leider nicht über Bewusstseinsveränderungen, dazu sind wir zu blöd, einfach zu eingesperrt in dieses materielle Bewusstsein, in dieses Körperbewusstsein.
wir werden es eben durch eine sogenannte Krankheit, das heißt durch einen Segen aus unserem Unbewussten nur hinbekommen. Und ich glaube, dieser Segen ist diesmal ganz schön so, dass wir da diesmal nicht wieder entkommen, es bekämpfen und unterdrücken können. Und Herr Langhans, wieso ist es denn so in der Politik, dass da immer nur um das Materielle geht? Wieso macht die Politik keine Weiterentwicklung hin zum höheren Bewusstsein? Wieso schafft es? Die Religionen sind doch auch immer gekommen, haben gesagt, auch die Religionen schaffen es nicht. Ihr müsst geistig werden und so weiter. Die Leute haben es nicht gemacht. Aber die Religionen schaffen es auch nicht. Und haben stattdessen diesen ganzen, jetzt in diesem Fall meinetwegen Kapitalismus eben hochgezogen, nicht? Der ja bis heute noch das beste System ist, das wir uns für unsere materielle Existenz haben ausdenken können. Und warum ist das so? Die Politik kann doch nur das machen, was die Menschen sind und wollen. Aber wieso gibt es keine Weiterentwicklung auch? Ist Politik vielleicht das falsche System? Nee, die Politik ist nur der Ausdruck dessen, wer wir sind. Nicht? Die ist ja, wenn man so will, populistisch. Das heißt, die versucht den Leuten immer nach dem Maul zu reden. Nicht? Und muss sie ja, sonst wird sie ja nicht gewählt oder sonst versagen selbst bei Diktatoren die Leute, denen die Gefolgschaft nicht. Wir sind das Volk, haut ab. Aber wir sind eben erstmal so. Nicht? Und da haben die Religionen an uns hingeredet und so weiter. Hat alles nichts geholfen. Wir konnten es nicht. Und jetzt scheint es doch so zu sein, dass wir dieses finstere Zeitalter doch ein Stück weit verlassen. Und in Wirklichkeit passiert gerade eine große, wenn man so will, Transformation von einem Zeitalter des unfähigen, auch nur menschlich Seins, geschweige denn göttlich zu sein, was wir ja eigentlich sind, eben hin zu einer anderen Form von Menschlichkeit. Und manche Leute nennen das goldene Zeitalter, nicht? Wir kommen aus dem Eisernen, das Gold der Zeitalter und so weiter. Und diese große Transformation, die bedeutet, dass wir die Kontrolle über alles verlieren, sogenannt Sterben, aus dem, was bisher war, auch aus unserer Geschichte heraus. Und das wird natürlich dann bei Ihnen bestimmte Reaktionen hervorrufen. Angst oder Wut, nicht? Wutbürger, wir haben da die Wutbürger, wir haben diese Verschwörungsmythologen, nicht? Die auch sagen, Mann, da machen die uns gerade was mit uns, das wir doch gar nicht wollen. Wie kann man sich dagegen wehren? Das ist der, das ist die Merkel, das ist der Gates, nicht? Und so weiter. Und, oder das sind noch andere schlimme Finger, die da irgendwo uns manipulieren. Heißt, der Kontrollverlust schreitet fort und die Leute suchen jetzt Schuldige. Ja, die suchen natürlich jetzt die Veranstalter, die Verschwörer, die das die ganze Zeit mit uns machen. China zum Beispiel, ja. Und ich würde sagen, ihr seid auf dem richtigen Weg, weil ihr sagt, was hier vorne läuft, das stimmt nicht, das war immer falsch, das geht nicht, wir müssen da raus. Und jetzt kommen die bloß wieder mit ihrem üblichen Kampf. Modus. Mhm. Das ist ein böser Verschwörer, der uns vernichten will. Aber Herr Lange, so denken die halt natürlich, nicht? Und da würde ich sagen, Leute, guckt ein bisschen weiter, nicht? Der größte Verschwörer ist der liebe Gott, nicht? Und bevor ihr den nicht seht, werdet ihr natürlich behaupten, der ist es und der ist es und der ist es und dagegen müssen wir uns mit Kampf wieder wehren. Ja. Aber jetzt mal ganz pragmatisch bezogen auf die Freiheitsrechte. Jetzt meinen Sie, wir sollten uns nur mit der inneren Freiheit beschäftigen, also nach innen gehen und uns damit beschäftigen? Oder aber sollen wir zum Beispiel gegen Vorschriften wie eine Maske tragen wehren und sagen, wieso soll ich eine Maske tragen? Ich halte Abstand, ich muss keine Maske tragen. Oder sollten wir das mitmachen, was die Politik uns vorschreibt? Oder sollten wir uns impfen lassen, wenn es vorgeschrieben wird, einfach aus Solidarität den anderen gegenüber? Oder soll man eigentlich sagen, nee, ich beschäftige mich nur mit der inneren Freiheit? Oder sollen wir mitmachen? Ja. Für mich als Autist war das immer die Frage. Ich bin hier in einem Körper und in einer Welt, die ich nicht als meine erkennen kann, die ich für ein Irrtum halte und finde, dass alles, was da passiert, immer schon verlogen und falsch und schrecklich. Ich kann einfach nicht so fühlen, nicht, wird ja immer behauptet, die hätten keine Empathie, ich kann nicht so fühlen wie die da alle fröhlich darum machen. Nicht? Das war schon als Kind so und so weiter, das sind nicht meine Eltern und dann später meine Kameraden, da habe ich immer gesagt, mein Gott, was macht ihr bloß, ich kann nicht kindisch sein. Nicht? Ganz großes Problem. Und da hatte ich auch immer das Problem, ja, wie viel
muss ich mitmachen, damit die mich nicht umbringen oder wegsperren oder irgendwo für verrückt halten und damit eben ausschließen und damit mich übrigens auch nicht überleben lassen. Dieser Asperger, der ja diese Menschenart damals beobachtet und beschrieben hat, der hat ja auch viele dann davon umbringen lassen, weil die nicht gemeinschaftsfähig waren. Also ist die Frage, wie macht jemand, der nicht hierher gehört, der eigentlich ein Alien ist, wie versucht er in dieser Welt zu leben? Und also anpassen oder abgrenzen? Genau, und da kann ich auf das Beispiel verweisen, meinetwegen solch einer Serie da, Young Sheldon. Da wird gezeigt, wie ein solcher Asperger-Autist versucht, in dieser Welt zu leben und von seiner Familie natürlich zum Teil dafür auch gehasst wird, weil der wirklich nervig ist. Und was macht der? Der versucht rauszufinden, wie dieses merkwürdige Volk, in das er nun möglicherweise, in das er nun da reingesteckt worden ist, wie das funktioniert und versucht, alles richtig zu machen, damit die irgendwie auf ihn einigermaßen positiv reagieren, weil das muss er ja, um überleben zu können. Und das, deswegen lernt der, was machen die da, wenn ich das sage und das und sage. Bei mir war das auch ganz klar, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du musst mal Danke sagen. Nicht? Und ich fand das immer verlogen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, okay, dann sage ich eben Danke, sonst sind die alle enttäuscht und traurig, weil ich eben so gefühllos, so lieblos bin, so erscheint ihnen das und so weiter. Und da kann ich nur sagen, okay, da habe ich eben das alles gelernt, wie dieses komische Völkchen, das hier die ganze Zeit rumwütet, eben funktioniert und habe dann genügend Verhalten auch entwickelt. Ich habe deswegen übrigens Psychologie studiert, weil ich das rausfinden musste und wollte. Aber sollen wir uns jetzt an die Vorschriften halten oder nicht? Ja, und da sage ich eben, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, damit sie dich nicht umbringen oder irgendwo wegsperren oder in irgendeiner Weise eben ums Leben bringen eigentlich. Ja. Nicht? Und Sie meinen aber dann vor allem halt mit der inneren Freiheit beschäftigen, richtig? Das und weniger mit dem Kampf gegen die Maßnahmen. Genau, nicht? Okay. Das heißt, ich sollte draußen ein einfaches Leben führen, so hat mein Meister das genannt. Das heißt, auf einfache Weise das Geben und Nehmen mit dieser Welt in Ordnung bringen, in Ordnung halten. Mhm. Alles abwickeln, was da ist, tendenziell nicht. Und ansonsten so viel wie möglich eben immer wieder nach innen gehen, wo die Wirklichkeit ist. Genau. Ich könnte nicht hier leben und ich wäre tot wie fast alle meiner aktiven damaligen Genossen und so weiter, wenn ich nicht diesen Weg gefunden hätte, wie man in dieser Welt lebt. Die anderen haben ihn nicht gefunden. Ich habe es inzwischen gefunden. Ich kann also sagen, gut, ich bin halt so ein bisschen unangepasst vielleicht. Ich bin halt ein Spinner, ich bin halt ein Verrückter oder irgendwie jemand, der halt zu viel nachdenkt oder was. Und lebe halt in dieser Welt und brauche ja nicht viel Geld und ich rede mit jedem und dann geben die mir gelegentlich dafür eine Aufwandsentschädigung, nicht Honorar oder irgendwas. Ja. Damit ich mit ihnen rede, weil ich eben über diese Dinge dann auch noch mit ihnen rede. Das muss ich tun, weil ich sonst hier keine Daseinsberechtigung habe. Ich weiß, Was soll ich sonst tun? Ich habe ja viel versucht, irgendwie Beruf oder sonst was. Es geht alles nicht, ich kann es nicht. Ganz simpel übrigens, wenn ich dann bei Leuten mal versucht habe, so einen Job einfach zu machen, so einen ganz simplen Job, irgendwas rumfahren oder was weiß ich, dann haben die nach einer Weile gesagt, also wir wollen nicht, dass Sie das weitermachen. Sie kommen uns so komisch vor. Sind Sie ein Dichter, der hier irgendwo Anregungen sucht? Irgendwie sind Sie das noch nicht. Wieso, was haben Sie denn gemacht? Ich habe zum Beispiel Klischees ausgefahren damals, also so Druckklischees, nicht? Und die musste man irgendwie von den Klischeeanstalten zu den Druckereien dann fahren. Und da habe ich einfach einen Job gemacht, so einen Fahrerjob, nicht? Und selbst das ging einfach nicht. Nicht etwa, weil ich gesagt habe, das ist nichts für mich und ich kann das nicht und was soll dieser Scheiß, sondern einfach deswegen, weil die Leute gesagt haben, ich saß ja gar nicht mit denen dauernd am Tisch. Ich habe mich auch gar nicht mit denen unterhalten weiter. Aber allein diese Ausstrahlung dessen, dass das ein Alien ist, der nicht wirklich das ist und tut, was sie tun, hat schon dazu geführt, dass die gesagt haben, das geht nicht. Aha, okay. Ich bin also wieder entlassen worden. Nicht? Mhm. Und das muss ich habe das dann vielfach versucht. Waren Sie dann froh? So waren Sie froh, als Sie entlassen wurden? Dass Sie den Mist nicht machen müssen, den alle machen? Naja. Und das ist eben auch zwiespältig, weil dieser Job ja dazu diente, dass ich wenigstens ein bisschen Geld habe, um hier dann die üblichen
Körperbewegungen machen zu können, also Kost und Regie und so weiter. Das ist natürlich unangenehm, wenn man dann auf einer so reduzierten Ebene auch noch gesagt bekommt, das geht nicht. Nicht? Dann musst du dir was Neues suchen. Ja, was? Nicht? Dann habe ich halt dies und jenes versucht und habe wirklich bis heute nichts gefunden. Mhm. Und lebe im Grunde genommen davon, für das wenige Geld, ich konsumiere halt natürlich auch wenig entsprechend, bin arm, ich will das sein, ich will kein Geld haben, weil mit Geld kann man nur Scheiß bauen. Nicht? Also bestenfalls den Körper erhalten, aber ansonsten nur eben rumreisen, also alles kaputt machen, nicht? Wie wir ja langsam sehen, dass wir es immer getan haben. Und diese Freiheiten, nicht, eben alle missbrauchen, nicht, die wir hatten, zu bis einem Selbstmord führen. Und aber dann habe ich natürlich versucht, was bleibt mir übrig? Was könnte ich tun? Sagt es mir, ich weiß es nicht. Ich habe nun wirklich mich umgeschaut und das Einzige, was ich bis heute weiß, ist eben, ich rede darüber mit jedem, der das will. So genau. Wie mit dir jetzt auch, die da jetzt als hier für irgendein Ding da eben Geschäft machen. Jetzt mal eine andere Frage noch. Schauen Sie mal. Ich habe zum Beispiel immer Existenzängste. Es ist so ein Grundmodus von mir. Egal wie viel Geld ich habe immer noch Existenzangst, dass ich die Miete nicht zahlen kann und so weiter. Jetzt wäre ja dann, wenn ich jetzt Ihre Situation hätte, dann hätte ich natürlich noch mehr Existenzangst. Aber Sie haben keine Existenzangst. Sie haben da die Angst überwunden. Ich hatte die auch etwas natürlich. Ich habe auch gedacht, oh Gott, wie geht das denn? Und du musst doch ein bisschen vorsorgen. Wenn du älter bist, dann kannst du doch gar nichts mehr tun. Und eine Rente muss her und so weiter. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Nicht? Ich habe einfach keine Möglichkeit gehabt, mich sorglos durch unbesorgtes, elendes Geldverdienen hier in dieser Welt zu etablieren. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich konnte es einfach nicht. Die Leute wollten es nicht, weil ich ihnen immer unheimlich war, offenbar. Und ich selber konnte es nicht, weil ich habe dies und jenes versucht und es hat alles nicht geklappt. Ich habe zum Beispiel mit Fassbinder zusammen Filme machen zu lernen versucht, weil ich dachte, Medien gingen noch am ehesten vielleicht, weil ich ja auch mehr innen bin, wie Medien das ja sind, nicht? Hat auch nicht geklappt. Irgendwann hat er mich gehasst wieder, nicht? Weil das nicht ging. Ich konnte nicht, sei es schwul, sei es Filmemacher sein, so wie er. Es ging nicht, es geht nicht. Glauben Sie, dass andere Menschen neidisch sind auf die Freiheit, die sie einfach leben? Das glaube ich nicht, weil sie, glaube ich, schon sehen, dass sie das einfach gar nicht können, nicht? Was ich da versuche. Die müssen ja rumhampeln, die müssen ja immer was tun und müssen ja irgendwie Geld verdienen und gierig sein und so weiter. Die kommen ja nicht da raus. Also werden sie jemanden, der da aus verrückten Gründen da nicht drin ist, nicht beneiden können. Sie können sich das ja gar nicht vorstellen. Sie können es nicht tun. Nicht? Corona zwingt sie jetzt dazu. Nicht? Und jetzt bin ich jemand, der das alles schon weiß, aber noch kommen die Leute nicht und sagen, was macht man jetzt? Nicht? Stattdessen versuchen die ganze Zeit zu sagen, ihr müsst uns impfen, ihr müsst das machen, damit wir das, diesen bösen Spuk wieder weg haben und wieder so leben können wie früher, reisen können, ins Lokal gehen können und uns besaufen können und so weiter. Das sehen die noch gar nicht, dass sie auf eine neue Welt zusteuern und dass die alte unrettbar versunken ist. Nicht? Dieses Bewusstsein gaukelt ihnen immer noch vor, ach, das wird schon wieder oder wir kriegen es hin oder übermorgen werden sie eine Impfung finden und so weiter. Okay, wir werden sehen. Ich glaube, dass sie Unrecht haben, aber wir wissen es noch nicht, weil wir jetzt ja mitten in dieser großen Transformation sind und immer noch hoffen, das Alte kommt vielleicht doch wieder. Irgendwie kriegen wir es hin. Es wird spannend. Ich glaube, dass viele Menschen gern so frei wären wie Sie, Herr Langhans. Das glaube ich nicht, denn es gibt nur ganz wenige Menschen, die sich mit mir gelegentlich austauschen und die da ein bisschen davon verstehen. Es gibt nur sehr wenige. Die meisten, wirklich ganz überwiegend, die finden das nur blöd und verrückt und außerirdisch, nicht? Und damit eben nicht nachvollziehbar. Also sie interessieren sich nicht dafür. Das heißt, sie sind auch nicht neidisch. Jedenfalls vielen Dank, Herr Langhans, für dieses sehr schöne Interview, das Sie jetzt hier gegeben haben. Es ist wirklich spannend und es ist immer eine Inspiration und eine Weiterentwicklung, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt das letzte Buch von Rainer Langhans lesen. Da steht mehr zu ihm drin. Das heißt, so ist's.
Es ist ein schönes Buch. Ich habe es auch gelesen, kann es sehr empfehlen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.